Rita und Felix wollen die Bewirtung allein stemmen. Ob das gut geht? Die Futterage-Chefin gibt sich selbstbewusst. Hör mal, was hast du zuerst? Zuerst Fleisch, dann Kartoffeln und dann Gemüse und die Soße. Soße. Okay, überall einen Löffel dabei. Jawohl, Chef. Jawohl, so liebe ich das. Ob die Testesser das Drei-Gänge-Menü der Futterage ebenso lieben werden? Frank Rosin jedenfalls scheint verhalten enthusiastisch, als er den traditionsreichen Ballsaal betritt. Jetzt haben wir natürlich keine Tischdecken, Rita. Ne? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Ne? Also, wenn ich jetzt die Bestellannahme zu Hause mache, habe ich meine Checkliste, da steht sowas alles drauf. Dann frage ich das alles die Kundschaft ab. Ne? Du hättest mich ja auch fragen können. Ne? Richtig, aber da habe ich jetzt wirklich vor lauter Aufregung gar nicht dran gedacht. Ne? Doch leider ist das nicht das Einzige, was der Futterage-Chefin entgangen ist. Und Getränke? Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, Frank. Ehrlich jetzt mal, ohne Quatsch. Also, als du mit der Überraschung kamst, da habe ich eigentlich wieder nur an mein Essen gedacht. Ne? Ja. Und nicht an diesen. Pass auf, die Gäste kommen gleich. Ich besorge Getränke. Ist jetzt kein Problem. Mhm. Ich check das. Ne? Und die anderen Sachen besprechen wir später. Ne? Ja. Unbedingt. Okay, ja. Der kahle Festsaal wirkt tatsächlich wenig einladend. Also, wie das hier aussieht, sind wir in der schönen Halle und das ist so schrecklich eingerichtet wie im Knast. Ja, total unprofessionell. Also so würde ich mich als Kunde beschweren. Ich habe einfach die Interpretation so gesehen, Essen liefern, fertig. So. Und ich habe ja absolut nicht damit gerechnet, dass da jetzt nichts vorbereitet war. Ich habe wirklich geglaubt, das wäre der Auftrag. Eine liebevolle Dekoration würde Honnys Ballhaus sicherlich gut stehen. Doch dafür ist es jetzt zu spät. Bevor die Testesser gleich eintreffen, will der Sternekoch aber noch klären, ob zumindest die Kalkulation dieses Auftrags stimmt. Dessert kostet 2,50 Euro das Gläschen. Der Salat kostet in der Vorspeise 2,80 Euro. Und der Hauptgang kostet 8,70 Euro. Was macht das dann insgesamt? Ja, da liegen wir bei 14 Euro. 14 Euro. Das wären dann die Einzelpreise. Mhm. Was, wie verkauft ihr das als Menü? Also da liegen wir, wenn wir das als Menüpreis so anbieten, dann haben wir 12,50 Euro eigentlich. 12,50 Euro? Mhm. Alter, ist das billig. Minus Steuern habt ihr heute vielleicht 20 Euro verdient an dem Auftrag. Mhm. Also Kalkulation ist ein ganz großes Thema. Mhm. Und Kinder, da müssen wir ran. Ich glaube, da kommen schon die ersten Testesser. Wollen wir mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es schmeckt. Ne? Und schon rückt die Prinzengarde aus St. Augustin an. Heute ohne Kostüm. So wie gestern die Imbiss-Testesser werden sich jetzt die 30 hungrigen Jecken auf das Drei-Gänge-Menü der Futterage stürzen und es anschließend bewerten. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich bin natürlich hoch erfreut, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Wir haben heute ein kleines Essen für Sie vorbereitet. Ja, und dann fangen wir jetzt mit dem Getränkeservice an und dann können Sie dann auch gleich essen. Okay? Gut. Die Begrüßung durch die Futterage-Chefin knapp, aber durchaus freundlich. Daran gibt es nichts auszusetzen. An anderer Stelle hagelt es spontan Kritik. Tischdeko, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist ein absolutes No-Go. Tischdecken fehlen hier gänzlich. Nackter Tisch sieht nie schön aus. Das Auge isst eben mit. Kein guter Start, aber Gott sei Dank nur ein Kriterium der Bewertung. Vielleicht kann ja die Vorspeise, eine Salatvariation, wieder einige Punkte gut machen. Das Angebot ist sehr übersichtlich, sowohl beim Salat als auch bei der Hauptspeise. Das stimmt wohl, ja. Und eher ein bisschen einfach. Ich fand die Putenbrust jetzt sehr trocken. Der Feta-Käse war in recht großen Stücken geschnitten. Aber ansonsten konnte man den Salat gut essen. Das ist immerhin eine relativ moderate Reaktion auf den Salat. Aber was sagt denn der Sternekoch zum Entree? Gemischter Salat zur Vorspeise. In der Art und Weise sieht es ja mehr aus wie ein Beilagensalat. Der Teller ist sehr klein und ja, als Vorspeise ist das schon nicht so optimal. Okay, Dekoration und Darbietung scheinen nicht gerade das Steckenpferd der Futterage-Betreiber zu sein. Hoffentlich ist es der Geschmack. Das Dressing gefällt mir gut. Schön Joghurt, Zitronensaft, ein bisschen Salz, Pfeffer, Zucker. Wie zu Hause. Eigentlich ganz gut. 2,80 Euro ist eigentlich günstig, hört sich günstig an. Aber ich sage euch, mehr ist der Salat auch nicht wert. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Hauptspeise ihr Geld wert ist. 8,70 Euro würde das Gericht kosten. Zum Hauptgericht muss ich leider sagen, das ging gar nicht. Der Brokkoli war vollkommen verkocht, hatte keine Farbe mehr. Für mich waren die Kartoffeln ein bisschen hart. Aber sonst muss man sagen, für ein normales
gutes bürgerliches Essen kann man nichts geben. Auch hier zumindest eine vermeintlich neutrale Bewertung. Und was sagt der Experte? Der Hauptgang. Wir haben Gemüse, wir haben das Kartoffelgratin. Ich fange mal mit dem Geschnetzelten an. Weichgeschmortes Schweinegulasch in einer Rahmsoße, sag ich mal, ja, die sehr nach Brühe schmeckt. Vielleicht schmeckt das Kartoffelgratin ja besser. Das hat der Felix aus vorgekochten Kartoffeln gemacht. Und so schmeckt es auch. Dadurch, dass die Kartoffeln schon vorgekocht sind, nehmen sie keinen Geschmack mehr an. Nur im Garungsprozess, wenn man sie roh, also wenn man das Gratin aus rohen Kartoffeln macht, dann nehmen sie auch den Geschmack auf. Fad, verkocht und recht geschmacklos. Das klingt nicht wirklich überzeugend. Aber eine Chance bleibt noch, die Schwarzwälder Quarkspeise. Das Dessert fand ich vom Geschmack her gut. Ich fand nur den Löffel etwas merkwürdig. Auch mit dem Kirschwasser in den Schokoladenbröseln war lecker. Das hört sich doch gut an. Und was sagt der Sternekoch zu dieser Kreation? Das sieht nett aus. Das ist das Dessert. Schwarzwälder Kirsch. Also, der Löffel ist jetzt ein Plastiklöffel. Finde ich persönlich nicht so toll. Punktabzug in der B-Note. Ist das Dessert dennoch seine 2,50 Euro wert? Das ist eine Sauerei. Boah, das schmeckt wirklich gut. Das müsste normalerweise das Doppelte kosten. Weil hier sind gute Produkte drin. Es ist handwerklich sehr gut gemacht. Und das schmeckt wirklich klasse. Und wisst ihr was? Das esse ich jetzt auf.